Gasthof Pension Hegelsberger im Luftkurort Galsbach. Hier genießen Sie Gastlichkeit in familiärer Atmosphäre. Wir verwöhnen Sie mit regionalen, saisonellen und traditionellen Speisen. Von Montag bis Freitag servieren wir Ihnen von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr unser dreigängiges Mittagsmenü. Genießen Sie Gastlichkeit in gemütlicher und familiärer Atmosphäre, jetzt auch in unserem Gastgarten. Wir freuen uns auf Sie. Gasthof-pension-hegelsberger.at. Martin Friedl, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Lambach, Ihr Verteidiger in Finanzstrafsachen. Finanzstrafverfahren.at. 6 Jahre in Galsbach, das Restaurant Café Nemo Gusto feiert und lädt am Sonntag, den 1. Mai ab 10.30 Uhr zum Grillfest mit Steckerlfisch, Käsekrainer, Koteletts und anderen kulinarischen Genüssen. Bei Schlechtwetter findet das Geburtstagsfest am Samstag, den 7. Mai statt. Donnerstag, 2. Juni 2022 um 20 Uhr im Kursaal Galsbach. Stefan Leonardsberger und Martin Schmidt präsentieren die Leonardsberger und Schmidt Show. Der oberösterreichische Entertainer spielt, singt und tanzt sich für Sie durch einen berauschenden Abend voller Überraschungen. Sein Augsburger Kompagnon zaubert die Musik dazu. Willkommen in der wunderbaren Welt von Leonardsberger und Schmidt. Sichern Sie sich gleich jetzt Ihre Karten unter der Telefonnummer 072 48 62 355 oder auf galsbach.at. Schon diesen Donnerstag, 28. April 2022, um 20 Uhr im Kursaal Galsbach, das Kabarett Wurstsalat mit Leiner und Butcher. Sichern Sie sich noch schnell eine der Restkarten unter der Telefonnummer 072 48 62 355 oder auf galsbach.at. Ob originale Bauernmöbeln, Gemälde, Schmanthaler Skulpturen oder Werke der Gotik, bei Hackl Antiquitäten in Haag am Hausruck finden Sie bestimmt immer das Richtige. Es ist uns ein großes Anliegen, für Sie nur ausgesuchte und außergewöhnliche Objekte aufzustöbern und zu einem fairen Preis anzubieten. Galsbacher SK 1932 gegen SC Offenhausen heißt in der Freshcom Arena das Spiel in Runde 19 in der Hausruckviertler Innviertler Derbyliga, 1. Klasse Mitte West. Mit ESV und Blaue Elf Wels ergänzen zwei Traunviertler Teams diese Meisterschaft der Nachbarn. Während an der Spitze der SV Hohenzell mit, nach Verlustpunkten gerechnet, 7 Zählern Vorsprung auf den zweiten Galsbach Richtung Bezirksliga unterwegs zu sein scheint, geht's um einen möglichen Relegationsplatz eng zu. Denn Galsbach und den 5. Rottenbach, ebenfalls nach Verlustpunkten gerechnet, trennen gerade einmal 3 mickrige Zähler. Offenhausen, der Gast in der Freshcom Arena, hat auf der 8 eingeparkt und braucht Punkte, um dem Abstiegsstrudel, der nach aktuellem Stand verrückterweise schon nach den Top 5 beginnt, ganz schnell Ade zu sagen. Genau so ist es. Die Liga ist sehr eng, man sieht Runde für Runde, jeder schlägt jeden, jeder kann jeden schlagen. Der Coach der Gäste muss dann schon nach 4 Minuten gehörig zittern, denn nach einer ganz starken Aktion durch Wagenjeder auf der rechten Seite kann die SCO-Abwehr mit viel Mühe und sehr viel Glück die frühe Führung des Galsbacher SK verhindern. Danach dauert es dann gut 20 Minuten, bis wieder Zeigenwertes in der Freshcom Arena passiert. In der 26. Minute aber die nächste 100er für die Kicker aus dem Luftkurort, um gegen Offenhausen vorzulegen. Nach einem weiten Ball holt sich Cinic die Kugel perfekt runter, legt quer auf den mitgelaufenen Wagenjeder ab. Der knallt das Runde aber nicht ins, sondern über das Eckige der Gäste. Dass der GSK nach einer halben Stunde in Führung geht, daran ist Gästetormann Rainer nicht ganz schuldlos. Denn nach einem Angriff der Heimischen über die rechten Seite kann der Kapitän des SCO die Kugel nicht arretieren. Marcel Wagenjeder steht richtig und jagt das Leder in das Gästegefährt.
30. Minute, der Galsbacher SK geht gegen den SC Offenhausen, dem bisherigen Spielverlauf entsprechend verdient, mit 1:0 in Führung. 4 Minuten später kommen die Gäste dann zu ihrer ersten Möglichkeit in diesem ersten Klasse-Mitte-West-Match zwischen 2. gegen 8. Kumpel zieht auf der linken Seite einen Sprint an, dem die Heimabwehr nur hinterhersehen kann. Knallt das Leder dann aber über das lange Eck des von Eigner gehüteten Heimkastens. Es folgt jetzt die stärkste Phase der von René Claras und Ilias Salio gecoachten Galsbacher. Denn wiederum nur 3 Minuten später fehlt bei diesem Schuss von GSK-Kapitän Celep nicht wirklich viel zu Zielbarem. Nur 60 Sekunden später muss das 2:0 für die Jungs aus dem Luftkurort fallen. Tut es aber nicht, weil hier die Chancen gleich im Triple oder vielleicht sogar Quattropack versemmelt werden. Wagen jeder Schuss neben das von Radar bewachte Gästeheiligtum ist dann der Schlusspunkt dieser unglaublichen Szene. Auch die letzte Möglichkeit in Halbzeit 1 geht auf das Konto der Heimelf. Aber auch aus der können die Claras Boys in der 44. Minute nichts Zählbares produzieren. Und so schickt der gute Schiri Wagner die Teams mit einer 1:0-Führung des Galsbacher SK gegen den SC Offenhausen in die Kabinen. Die gut 150 Fans haben jetzt Zeit, um über die katastrophale Chancenauswertung des Tabellenzweiten der ersten Klasse Mitte West zu diskutieren. Gasthof Pension Hegelsberger im Luftkurort Galsbach. Hier genießen Sie Gastlichkeit in familiärer Atmosphäre. Wir verwöhnen Sie mit regionalen, saisonellen und traditionellen Speisen. Von Montag bis Freitag servieren wir Ihnen von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr unser dreigängiges Mittagsmenü. Genießen Sie Gastlichkeit in gemütlicher und familiärer Atmosphäre, jetzt auch in unserem Gastgarten. Wir freuen uns auf Sie. Gasthof-pension-hiegelsberger.at. Martin Friedl, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Lambach, Ihr Verteidiger in Finanzstrafsachen. Finanzstrafverfahren.at. 6 Jahre in Galsbach, das Restaurant Café Nemo Gusto feiert und lädt am Sonntag, den 1. Mai ab 10.30 Uhr zum Grillfest mit Steckerlfisch, Käsekreiner, Koteletts und anderen kulinarischen Genüssen. Bei Schlechtwetter findet das Geburtstagsfest am Samstag, den 7. Mai statt. Donnerstag, 2. Juni 2022 um 20 Uhr im Kursaal Galsbach. Stefan Leonardsberger und Martin Schmidt präsentieren die Leonardsberger und Schmidt Show. Der oberösterreichische Entertainer spielt, singt und tanzt sich für Sie durch einen berauschenden Abend voller Überraschungen. Sein Augsburger Kompagnon zaubert die Musik dazu. Willkommen in der wunderbaren Welt von Leonardsberger und Schmidt. Sichern Sie sich gleich jetzt Ihre Karten unter der Telefonnummer 072 48 62 355 oder auf galsbach.at. Schon diesen Donnerstag, 28. April 2022, um 20 Uhr im Kursaal Galsbach, das Kabarett Wurstsalat mit Leiner und Butcher. Sichern Sie sich noch schnell eine der Restkarten unter der Telefonnummer 072 48 62 355 oder auf galsbach.at. Ob originale Bauernmöbeln, Gemälde, Schmantaler Skulpturen oder Werke der Gotik, bei Hackl Antiquitäten in Haag am Hausruck finden Sie bestimmt immer das Richtige. Es ist uns ein großes Anliegen, für Sie nur ausgesuchte und außergewöhnliche Objekte aufzustöbern und zu einem fairen Preis anzubieten. Hälfte 2 ist gerade einmal 90 Sekunden jung. Da wird Wagenjeder auf der rechten Seite auf die Reise geschickt. Der junge Heimangreifer ist sauschnell unterwegs. Dafür gibt's ein sehr gut. Für seinen Pass zur Mitte dann allerdings ein glattes nicht genügend. Nur 3 Minuten später setzt sich GSK-Kapitän Celep rechts energisch durch,
dann sein Pass zur Mitte. Cinic zieht ab, aber gegen das 2:0 der Heimelf hat Gästekeeper Radner etwas. Der Goalie wird immer mehr zum Turm in der Abwehrschlacht des SCO. In der 55. Minute passiert dann das, was fast immer passiert, wenn man Chance um Chance vernebelt. Man bekommt selbst ein Tor. Nach Abwehrfehlern, für die man eine Schülermannschaft sicher nicht loben würde, gibt es einen jungen Mann, der in der SCO-11 sein Kampfmannschaftsdebüt feiert und mit seinem Premierentor dafür artig Danke sagt. Der junge Mann heißt Roman Weiselbaumer, ist der Sonnemann von Gunskirchens ehemaligen Goalie Habreler und der lässt den SC Offenhausen jubeln. Galsbacher SK1, SCO jetzt auch 1. Die Heimelf. Nach diesem Ausgleich eine gute Viertelstunde in Schockstarre, hat nach einer sehr schönen Aktion aber in der 69. Minute durch Cinic die Chance, wieder in Führung zu gehen. Dagegen hat aber Gäste 1 Arada abermals nicht etwas, sondern sehr viel. Eine gute Viertelstunde vor Schluss sieht man dann zum x-ten Mal, wie sehr Goleador Martin Hegedüsch, der im Herbst 12-mal für den GSK in Schwarze getroffen hat, im Winter aber zu Gunskirchen gewechselt ist, den Galsbachern fehlt. Mit solchen Möglichkeiten, wie etwa hier durch Cinic, hätte Hegedüsch sein Trefferkonto wohl um einiges erhöht. Ja, natürlich, wenn man einen Spieler hat, der was halt aus keiner Chance ein Tor macht, ist so ein Unterschied, bevor man 10, 11, 12 hundertprozentige Chancen in einem Spiel hat. Das ist klar. Schon in der Nachspielzeit die letzte Möglichkeit für den GSK, um vielleicht doch noch einen Dreier zu schreiben. Die Flanke von Karic senkt sich zwar ins Netz, allerdings ins Außennetz. Dass sie schlussendlich einen Punkt mehr auf ihrem Konto haben, dazu brauchen die Kicker aus dem Luftkurort dann sogar noch Glück. Denn in der 4. Minute der Overtime bedient Reutner seinen Spielkameraden Weiselbaumer ideal. Und zu dessen zweiten Treffer in seinem Premierenmatch fehlt nicht wirklich viel. Ein 2:1 für den SCO wäre aber auch des Guten eindeutig zu viel gewesen. Über das 1:1 jubelt der SC Offenhausen sowieso schon um vieles mehr als der Galsbacher SK 1932, der mit diesem Remis Platz 2 in der ersten Klasse Mitte West an Haag am Hausruck abgeben muss. Hier noch die Statements der Trainer nach diesem doch sehr verrückten Match der Runde 19. Ja, wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Punkt, weil wir einige Ausfälle haben. Wir haben letzte Woche schon einige Ausfälle kompensieren müssen. Da sind jetzt wieder 4 dazugekommen. War wirklich am Limit, aber die Burschen haben sich wieder 90 Minuten zerrissen, alles gegeben. Und somit, glaube ich, haben wir sie im Punkt verdient. Wir waren von den ersten Minuten an bis zur 93. Minuten klar überlegen. Wir hätten halt sicher 7 Tore aufwärts schießen müssen. Aber das verfolgt uns schon das ganze Frühjahr. Wir haben in jedem Spiel gleich viele Chancen fast immer und es gefährdet einfach an der Chancenauswertung. Wenn man das leere Tor halt nicht trifft und das so oft, dann kommt halt durch einen blöden Abwehrfehler leider nur ein Punkt heraus.